Ihnen wünsche ich jetzt bei der Pferdeprämierung und nachher bei allen Geschäften und bei allem, was Sie heute tun, einen schönen Tag. Ich wünsche uns einen regenfreien Tag, ein bisschen Wind schadet nicht und dann einen schönen Umzug und heute noch viel Vergnügen. Bürgermeister Uwe Hehn hat eröffnet, denn am zweiten Mittwoch im Februar, sofern dies nicht ein Aschermittwoch ist, hat in Greglingen der Pferdemarkt zu sein. So will es die Marktregel, die auf das Stadtrecht von 1349 zurückgeht. Zwar wurde in Greglingen schon immer gehandelt, aber erst seit 1920 fand ein reiner Pferdemarkt statt und wird seitdem als Nationalfeiertag gefeiert. Der Pferdemarkt macht wirklich Lebensgefühl aus. Es ist unser Nationalfeiertag. Da trifft sich jung und alt und es treffen sich vor allem viele Greglinger, die auch weggezogen sind. Zum Pferdemarkt kommt jeder wieder nach Hause. Über Jahrhunderte hinweg war dieser Beruf aus dem alltäglichen Leben in den Ortschaften nicht mehr wegzudenken. Heutzutage sind sie wieder gefragt, die Hufschmiede. Doch das Handwerk lag ab der Mitte des 20. Jahrhunderts nahezu brach, als die Pferde von den Höfen verschwanden, bedingt durch den Wandel in der Landwirtschaft. Doch zwischenzeitlich ist die Zahl der Freizeitreiter wieder beträchtlich angewachsen. Im Moment ist es schwierig, Schmied zu finden, aber es ist halt auch ein Knochenjob, wo jetzt nicht jeder mehr so machen mag. Es ist nicht ohne, es ist auch nicht jedes Pferd gleich. Man kann jetzt nicht sagen, jedes Pferd, also, dass die Pferde immer gleich sind. Das ist ein Lebewesen, wo heute so, morgen so, es ist unterschiedlich. Muss man situationsbedingt machen und dementsprechend aufs Pferd oder auf das Tier eingehen. Dominik Rübling kommt aus dem kleinen Greglinger Stadtteil Sechselbach. Mit seiner mobilen Werkstatt demonstriert er beim Pferdemarkt einen Schaubeschlag. Seit 2014 betreibt Rübling, der im Hauptberuf mittlerweile als Maschinenführer arbeitet, das Hufschmieden nur noch im Nebenerwerb. Erst einmal lässt man sich das Pferd vorführen, dass man sieht, wie es läuft. Dann kommen die alten Eisen runter oder sie sind barfuß. Dann werden sie ausgeschnitten, dementsprechend auf Stellung geschaut. Beim Ausschneiden die Eisen warm gemacht, angepasst. Stollenlöcher, Stiftle oder was auch immer, was er braucht, nein. Gemacht in die Eisen und dann werden die Eisen draufgenagelt, vernietet, noch einmal laufen lassen, fertig. Das jährlich neu festgelegte Umzugsmotto lässt den teilnehmenden Vereinen und Gruppen auch diesmal viel Platz für die Kostüm- und Wagengestaltung. In diesem Jahr lautet es: Nimm die Hufe in die Hand und komm nach Grechel. Insgesamt sind rund 50 Gruppen für den Umzug gemeldet. Im Mittelpunkt steht hier vor allem die lokale Politik. Im vergangenen Jahr haben wir eigentlich ein gutes Jahr gehabt. Wir haben viele Maßnahmen fertiggestellt, wie Baugebiete erschlossen, wir haben Straßen saniert und wir haben jetzt als Großprojekt gehabt, dass wir das ehemalige Kreiskrankenhaus wieder als Stadt Greglingen erworben, gekauft haben und das werden wir jetzt 2024/25 zu einem Ärztezentrum ausbauen. Es ist ein sehr einschneidender Einschnitt in der Geschichte der Stadt Greglingen, sein Krankenhaus zurückzuerhalten. Der traditionelle Pferdemarkt nimmt einen festen Platz im Veranstaltungskalender der Stadt Greglingen ein und soll gleichzeitig auch die nach wie vor tiefe Verbundenheit mit der hiesigen Landwirtschaft zum Ausdruck bringen. In diesen Tagen ist das ja durchaus ein besonders erwähnenswerter Hintergrund.